Ich möchte mich mal umschauen, ob Danus von Luring irgendwo in der Nähe ist und vielleicht zuschaut. Ja, der guckt dann auch von der Tribüne, guckt da dann so ein bisschen, hat dann noch so, sich so ein Handtuch umgeworfen und versucht sich so ein bisschen den Schweiß dann aus dem Gesicht zu wischen, weil unter dem Helm ist natürlich auch ganz schön, ja, warm. Und wird dann auch deinen Blick sehen. Dann würde ich gerne auf ihn hinzutreten und ihn ansprechen. Euer Hochwohlgeboren, ein guter Kampf. Ich habe ihn gesehen. Oh, danke. Ich hoffe, ich habe euren Herrn Ritter nicht allzu schwer verletzt. Ein leider viel zu guter Stoß. Ich wollte ihn nicht verletzen, sondern lediglich seine Sportlichkeit testen. Er nimmt es ihn nicht übel. Es war ein sehr guter Stoß, wirklich. Ich fürchte nur leider, sein Kettenhemd wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen und wir hatten noch keine Gelegenheit, es reparieren zu lassen. Ihr habt nicht zufällig ein Ersatzkettenhemd, das ihr ihm vielleicht borgen könntet? Ein Kettenhemd. Ich habe mich sowieso gewundert, warum er in ein Kettenhemd gehüllt ist. Das Nun, werden ihr wisst wahrscheinlich ja, die. irgendwelche Bannstrader-Dinge sein. Nein, Genau, Ordensvorschriften. ich streite selbst mit meiner Geräter Platte. Ein Wie man es auch tun Kettenhemd. sollte. Ich könnte sicherlich eins beschaffen lassen. Sicherlich in einem der Zelte. Macht euch keine zusätzliche Mühe, euer Hochwohlgeboren. Das bekomme ich auch alleine hin. Okay. Richtet ihr bitte meine Entschuldigung aus und ihr mit eurer Gruppe, ihr seid gerne auch eingeladen, später im Zelt bei mir etwas zu trinken, etwas zu essen. Hab vielen Dank. Dann verbeuge ich mich leicht und trete ab. Ich stimme ein leises Gebet an zu Rondra, Herrin Rondra, schütze diesen Ritter Yarlan. Er kämpft ehrenvoll für euch. Und wird dies hoffentlich in ferner Zukunft tun. Stärkt seine Hand, stärkt seinen Geist und stärkt seinen Körper, dass er dieses Gezücht aus den schwarzen Landen niederstrecken möge. Rondra, dein Wille geschehe. Ich kehre zu Abelmir zurück. Abelmir, habt einmal einen Blick auf die Knappen. Ich versuche mal, ein Kettenhemd aufzutreiben. Ah, gut. Wer weiß, wann die anderen wieder zurückkehren. Die sind jetzt schon eine Weile unterwegs. Soll ich sie magisch untersuchen oder was vermutet ihr? Nein, einfach nur, dass sie keinen Blödsinn machen. Die wissen ja nicht, wie man sich als Pagen Ach, benimmt. ihr meint unsere Knappen. Ich Ja, dachte. natürlich. Nun gut, das hättet ihr dazu sagen müssen. Natürlich, natürlich. Danke. Ja, und dann laufe ich da mal so ein bisschen im Lager rum und schaue, wer denn da mit einem Kettenhemd aufläuft. Gib mir mal eine Kriegskunstprobe plus 5, um den richtigen anzusprechen. Das ist so das, was mir gerade einfällt. Kann man natürlich auch auf Etikette proben, um. Na, aber. Hast du Glück oder einen Schicksalspunkt? Chippy könnte ich einsetzen, ja. Dann mache ich die 20 mal 20. weg und mach mal. Was tut man nicht alles Jawohl. für Jahre? Gut, ja, dann kannst du auf einen Ritter treffen, der, ja, du stehst vor Griff-Purga von Auralet, eine Bannstrahlerin, die wohl gerade mit dem Morgenstern kämpft und versucht so ein bisschen zu üben. Hast du die nicht irgendwo schon mal gesehen? Die stand erst vor ein paar Tagen vor dem Haus von Witwe Prutz und das war eine derjenigen, die Jelef Ibn Yasafar zusammengeschlagen hat. Kurzes Haar, stechender Blick, reinweiße Tunika des Bannstrahlerordens, du erkennst sie. Bronziertes Kettenhemd und das liegt wohl gerade noch neben mir, weil sie Trockenübung macht. Sie wird wohl selber nicht in der Tjost streiten, hat sich nur für leichte Handwaffen angemeldet, für Wurfwaffen und so, aber ja, der könntest du auf den Nerv gehen. Ja, das mache ich doch gern, wenn es die Bannstrahler sind. Ich trete auf sie zu und räuspere mich. Ja. Verzeiht, Euer Exzellenz. Sie kneift erstmal die Augen zusammen, wenn sie deine Magierrobe sieht. Entspannt sich dann wieder ein ganz bisschen, als sie sieht, dass du auch zu den Pfeilen gehörst. Paios zum Gruß. Paios zum Gruße, Euer Möge alle Exzellenz. unrechenden, unrechtschaffenden Zauberer vernichten. Sie prüft das so ein bisschen. Natürlich, es sei wie Preiaus es will.
Verzeiht, dass ich euch störe. Einer eurer Ordensmitglieder ist gerade in der Tjoste und sein Kettenhemd wurde leider sehr in Mitleidenschaft gezogen. Da habe ich mich gefragt, ob ihr vielleicht eurem Ordensmitglied ein Ersatzkettenhemd leihen könntet. Für ein Ordensmitglied? Ihr lügt doch nicht? Natürlich nicht. Gut. Wenn das ein Ordensmitglied ist, dann werde ich selbstverständlich mein Kettenhemd ihm überlassen. Wer ist es denn, der das streitet? Jalan Greifenmund vom Schnattermoor. Du merkst gerade, sie hatte ihren Morgenstern beiseite gelegt, hat dann zu ihrem Kettenhemd gegriffen, was da auf einem abgeschnittenen Holzstamm lag, und lässt es jetzt langsam wieder zurück auf diesen Holzstamm gleiten, dreht sich wieder zu dir um. Ich soll es Greifenmund geben. Ja, ich habe vergessen, dass leider ein kleines Loch in meinem Kettenhemd ist und ich es ausbessern lassen muss. Ist mir gerade wieder eingefallen. Das ist überaus bedauerlich, Euer Exzellenz. Ja, das ist es. Ich werde wohl zu der Turnierschmiede gehen müssen. Aber ihr könnt es ihm ja später geben. Natürlich. Habt trotzdem vielen Dank für eure Zeit und noch ein schönes Turnier. So in 4 Stunden. Mhm. Selbstverständlich. Freios mit euch. Und mit euch. Ja, ich ziehe wieder ab. Während Abel mir sein Gebet fertig gesprochen hat zu all den Göttern, die er anrufen möchte, Jalan sich weiter unruhig fertig gemacht hat, kommt dann auch Isarun wieder. Ein Kettenhemd hat sie nicht dabei. Von Ömer und Rafim fehlt bisher immer noch jede Spur. Keine Ahnung, wo die abgeblieben sind. Aber der schwarze Ritter ist bereit und die Lanze wird ihm gerade von einem seiner Knappen, wie gesagt, in die Hand gedrückt, sodass auch du jetzt reiten musst. Es gibt keine weitere Zeit für ein richtiges Kettenhemd. Und auch ein richtiger Gardeharnisch oder so etwas ist nicht da. Ich schüttel den Kopf, als ich auf Abelmir zutrete. Also, man kann es sich mit seinem Orden auch richtig verkacken. Tja, ich habe schon mal aus dieser Bahnstrahler. Naja. Auf der linken Seite, Fähnrich Greifenmund, der für Prior streitet. Auf der rechten Seite, Eirik von Dunkelschlund. Möge Rondra euch beistehen. Jalan, ihr macht das schon. Blicke nochmal zur gleißenden Sonne hoch. Gilberon, verzeih mir. Und schalle ich das Visier runter und los geht's. Gut, wir kennen das Spiel. Mhm. Eine Reitenprobe, um erst einmal anzureiten. Läuft. Das sieht auch gut aus. Mach mal die Zähne auf hinten. Moment. Alles, was du jetzt tust und reitest, wie hoch ist dein Moralkodex? Müsste 12 sein, glaube ich. Mhm. Um die Hälfte erschwert. Warum? Mhm. Weil du einen Heiltrank getrunken hast. Ich weiß, es muss. Bist dir nicht ganz sicher, ob der mit Magie gekocht wurde, aber da musst du durch. Gut, nach dem Reiten folgt der Lanzenangriff. Er hat einen Lanzenreitenwert von 26, dementsprechend sagt er eine 15er Finte an. 15? Nein, 15 nicht. Moment, 11. Dann bin ich auf 15. So, das will ich. Ja, komm, ich mache eine 8er Finte. Da sind wir dann bei 7 plus 6. Was ist 7 plus 6? 13, oder? Ne, 12? 13, das ist getroffen. Warte kurz. So, 13. Herbei damit. Ich. Komm schon. 1, 2, 3. Eine 8 plus 4 sind 12 plus die 11 sind 23. Ich muss gerade schauen. Wie sind denn die Regeln, wenn er nicht auf den Schild zielt? Es ist egal, du kriegst immer nur SBA mit Turnierlanzen. Auf Schild zielen gibt's eigentlich nicht. Mhm. Du parierst immer mit dem Schild gegen einen Lanzenangriff und du kriegst immer Ich hätte jetzt gedacht, dass du eben auch nicht nur auf den Schild zielen kannst, sondern eben auch auf andere Teile. Nee. Gut. Dann mache ich an dir 23. Ja. TP. Nehmen wir da mal 10 von ab, haben wir noch 13. Ja, was ist mit dem Moralkodex? Der ist eingerechnet. Der ist eingerechnet. 2 Erleichterung, 4 Erschwernis, macht eine plus 4. Gut, das heißt, du kannst wie viel aus dem abwehren?
10. 10. Kommt noch 13 durch, machen wir eine. Reitende Schwert um. 10 dann. Was dabei rumkommt, die ist locker geschafft. Reiten erschwert um 10? Ja. Und um den halben Moralkodex? Der sollte drin sein. Plus 1, plus 4. Also du hast eine Reitenbruderschwert um 16 gemacht und noch wie viel Punkte übrig? Nee, nicht um 16. Um 14. Warum nicht um 16? Das ist doch 16. Er gibt mir 13 TP. Davon darf ich 3 abziehen, weil mein Pferd geschult ist. Das sind 10. Denkt dann, seine 11er Ansage wird nicht halbiert, ne? Nein, 13 ist das, was übrig bleibt. Er macht 23, davon werden 10 abgeglitten, davon bleiben also 13 übrig, davon kommen dann 3 weg vom geschulten Pferd. Seine Finte war 11. Seine Finte war 11 und nochmal dein Moralkodex, das sind auch nochmal 6 Punkte. Die Finte. Ja, warte. Darf ich nochmal rechnen? Kein Problem. Also, er hat 23 Schaden gemacht, richtig? 23. Im ersten Anritt. Richtig. Davon kommen 10 ab. Bei 13. Gut. Ist eine Ratenprobe erschwert um TP. Um 3 erleichtert. Um die Ansage. Nee, nicht um die Ansage. Erschwert um erlittene TP. Denn die Ansage geht ja in den Schaden rein. Die 11 sind gerade in den Schaden schon drin gewesen, Johnny. Bitte hör auf mich zu verwirren. Dann werden also die 2 Punkte sozusagen halbiert, die nicht von der Ansage sind. Richtig. Oder? Ja, finde ich gut. Also macht das sozusagen 12 plus Moralkodex, also 18 Punkte Erschwernis. Richtig. Richtig, kommen 3 von ab, sind wir bei 15. Ja. Müsste ich technisch gesehen geschafft haben, sag mir, warum ich es nicht geschafft habe. Naja, so du hast 11 Punkte übrig laut diesem Wurf. Achso, ich habe keine 15. Ich habe keine 15er Charisma, jetzt sehe ich es. Ich kann nur nicht zählen, ist gut. Ich fall vom Call. Gut. Und bekommst zusätzlichen Schaden. Höchstwahrscheinlich. Ja, kannst dich natürlich noch versuchen abzufangen. Nee, lass mal gut sein, dauert jetzt zu lange. 13 SPA. Also warte kurz, ich kriege Hälfte. Einmal bekommst du 13 Schaden, also TP. Nee, das sind dann SPA, ne? Das sind jetzt SPA, ja. Genau. Erstmal krieg ich 13 TP, davon kommen 7 ab, da bleiben also noch 6 übrig. Wenn dann 3 Lebenspunkte raus. Und dann jetzt nochmal 12 SPN, was wieder 6 Lebenspunkte werden. Gut. Alles tot. Dann hast du noch wie viele Lebenspunkte? 13. Und bist vom Pferd gefallen. Keine weidenschen Regeln, er darf nicht absteigen und dich totschlagen. Das ist verboten, dann würde er disqualifiziert werden. Er ist kein Idiot. Eben gereicht die gebrochene Lanze. Möchtest du weitermachen? Möchtest du aufstehen und dir eine neue Lanze reichen lassen? Oder möchtest du aufgeben? Ja, aber ich möchte Verzögerungstaktik fahren. Ich sammle erstmal meine Lanze wieder ein und mein Pferd. Dann gehe ich zu meinen Leuten zurück. Ja, das war nicht gar so hervorragend. Dann schaue ich nochmal kurz übers Feld, ob Ömer und Ravin mittlerweile auftauchen. Ich hatte leider kein Glück, einen Kettenhemd aufzutreiben. Überhaupt keins. Gibt es denn in diesem ganzen Lager niemanden? Oh, natürlich gibt es Leute, aber die sind leider nicht so gut auf euch zu sprechen. Einer der Turniermarschalle tritt an dich heran. Verzeiht mir, ich habe das nicht ganz verstanden. Habt ihr jetzt aufgegeben? Nein, ich steige gleich wieder auf. Gebt mir nur eine Sekunde. Der hohe Herr möchte nur etwas trinken. Okay, aber ihr müsst euch bitte beeilen. Wie gesagt, die Regeln verlangen, dass ihr entweder aufgebt oder jetzt weiterreitet. Gut, dann sattel ich wieder auf. Trinke ich noch einen Haltrank? Kriege ich da mehr Erschwernisse? Ich meine, das Kind ist jetzt schon im Brunnen. Ihr sollt euch vorher erkundigen, ob dies erlaubt ist. Während des Rittes. Marshall ist ja noch hier. Einen Haltrank zu nehmen wäre erlaubt, richtig? Nun, das muss ich in den Regularien erstmal nachlesen. Tut das. Wenn ihr dann doch, Rondra will, die Güte hättet. Wir werden so lange auf euch warten. Ja, er bleibt dann auch stehen vor dir, schaut dann in so einem Klemmbrett. Gemäß rondrianischem Ideal dürfen Turnierreiter nur mit Leib und Geist kämpfen, wie ihnen die Göttin geschenkt hat und eisernem Wille geformt hat. Zwischen einzelnen Kämpfen dürfen Verletzungen zwar durch Magie und Heiltränke auskuriert werden, sobald der Teilnehmer jedoch den Kampfplatz betritt, darf er nicht unter Wirkung von Zauberei, Alchemie oder Kräutern stehen. Ich glaube, dann dürft ihr noch einen trinken.
Dürft ihr denn als Bandstrahler einen Trank trinken? Herr Preuß wird es mir verzeihen, wenn ich diesen Schergen seines Widersachers zurück nach Yolgomak geprügelt habe. Nun, wenn sich darunter ein Paktierer befindet, dann wird er das wohl wissen. Also gut, dann trink diesen Trank und dann steig doch bitte wieder aufs Pferd. Ich gebe das Ding weg und weiter geht's. 2W plus 4, richtig? 2W plus 4. Ja, Land, vielleicht sollt ihr ein wenig tiefer zielen. Ilborn, verzeih mir. Nun gut. Auf die Beine, auf die Pferde, weiter geht's. Mach noch so lange, bis einer tot ist. Reiten. Um überhaupt anzukommen. Und erschwert um niedrige LE vielleicht? Niedrige LE habe ich nicht mehr, ich bin jetzt geheilt. Reiten kommt an. Reiten kommt an. Dann steht ihr wieder voreinander. Dann kommt die Lanzenreitenprobe. Ich mache wieder eine unheilige 13. Dann treffe ich auf die nicht 15, sondern auch wieder auf die 13. Warte kurz, dann nehme ich die. Geschafft. Ja, ich kriege die 6 und die 13 Schaden mehr für mich. Ja, ich nehme die 6 und die 8. Da haben wir dann. Wie hoch Erschwernis? Eine 14er. Macht mit der einen Erleichterung eine 13er. Warum auch nicht? Wird endlich mal treffen. Gut. Dann schauen wir mal nach, was passiert, wenn beide treffen. Treffen uns gleichzeitig und wir dürfen beide die Scharade abwürfeln. Genau. Dann mache ich erst einmal den Schaden von mir, damit deine Probe dann. Das sieht ganz gut aus. Mach ich meinen Schaden. Auch das sieht gut aus. Nicht ganz so gut, aber gut. Plus 4 sind 18. Plus 13, dann bin ich bei der 31. Das klingt richtig. Und du hast 3 weniger, sind 28. Jo. Gut, das heißt, ich mache jetzt eine Reitenprobe. Erschwert um die 28. Also erst. Nee, Quack. Erst machst du eine ganz normale. Nur eine Reitenprobe und die TP werden von denen abgezogen. Das genau. Sind nur die TP-Sterne, ne? Also 18 darf ich abziehen. Jep, dann jetzt die Reitenerschwert um 10. Nee, nicht um 10. Das gucken wir mal an. In die Hälfte. 28. Das ist jetzt der Schaden, den ich abfange. Ich fange gerade eben haben wir immer gesagt, dass erst der normale Schaden abgefangen wird und dann der gefindete. Das haben wir zumindest die ganze Zeit so gemacht. Genau, das ist jetzt der normale Schaden. Das ist jetzt der normale Schaden, der abgefangen wird. Richtig. Also du machst 28 minus 18 sind 10 Stück. Richtig. So, und jetzt kommt eine Reitenprobe erschwert um 10. Richtig. Beziehungsweise nicht um 10, sondern um 13, weil. Weil die 13 kann ich. Die 13 kann ich ja nicht wegmachen. Hat er Behinderung? Marginal. Enturion behindert wenig. Aber die wird er wohl schaffen, so. Dann will ich auch mal selbiges machen. Ich kriege dann 2 Erleichterungen und eine 4er Erschwernis. Also ein 6er Erschwernis, aber insgesamt eine 4er Erschwernis. Für Reiten, gleiten 10 ab. Kriege ich noch was? 23? 31 minus 10 sind 21. Er hat 31 TP gemacht, ne? Genau, 31 minus 10 sind 21. Jetzt werde ich vermutlich wieder vom Pferd fallen. Gucken wir uns das mal an. Mach erstmal die 21 rein und dann, ja, ich warte mal. Kannst du zumindest sehr ehrenhaft mit deinem Ritter am Turnier sterben. Keine Sorge, ich kann das noch ein paar Mal. Vielleicht kann ich mit dem Teriak heil trinken. Ich brauch nur einen Taschenrechner. Ja, warte mal. So, das ist jetzt wieder eine misselungene Probe. So, das sind 11 Punkte Schaden. Und dann falle ich mit 2W6 plus 4, das sind 9 SPA. Von Gaul. Genau. Also kriege ich davon das die Hälfte von 9, 5. Genau. Ja. Langsam prügelt er mich runter. Gut. Ein weiteres Mal fällst du vom Pferd. Ein weiteres Mal bricht die Lanze des schwarzen Ritters. Das Pferd von ihm schnaubt zufrieden. Und dann kannst du sehen, du liegst wieder unehrenhaft unten am Boden. Ich habe vergessen, mir die Rüstung abzuziehen. Siehst du, ich kriege 7 Punkte, die Hälfte von 7, 4 Punkte zurück. Sorry.
Liegst du wieder unehrenhaft am Boden, rappelst dich auf, dein Pferd ist wieder ein paar Schritt weitergelaufen, da kannst du sehen, wie Rafim wieder zurück auf den Platz läuft und neben ihm kannst du auch den kleinen Ömer erkennen. Gut. Ömer kommt direkt zu, beziehungsweise zu deinem Zelt, zu deinem Platz, wo die deine Knappen sind. Hoher. Wunderbar, hilf mir beim Anziehen. Heiler, schau dir mal das Bein an. Rafim, ich habe noch eure alten Heiltränke, die in der Kiste waren, im Rucksack, falls ihr braucht. Gute Güte, die habe ich ja auch noch. Ja, leg die mal an die Seite. Ja. Nehmen wir erst, wenn es kritisch wird. Okay. Ich lasse erstmal den Heiler haben und kurz mal ein Bein beschauen. Während ich mir alle anderen Teile in Rüstung einkleide. Ich helfe ihm, die Rüstung anzuziehen. Hol die Armschienen raus und die Heiltränke bleiben erstmal noch kurz im Rucksack, bis ich die gleich irgendwo weiß, wo ich die hinlegen soll. Ja, während das wieder einmal ein bisschen dauert und ihr dann ihn nach und nach ankleidet, könnt ihr dann auch sehen, wie Magister Melvin Störrebrand an dich herantritt. Verzeiht mir, Fenrich, greifen Mund, aber ich muss das tun. Oh, der Marcanum. Blickt dich an, seine Augen leuchten und er betrachtet, vor allem erst einmal die Rüstung, die du jetzt anziehst. Rüstung ist kein bisschen magisch. Ja, hat er sich auch gedacht, aber gut, bei einem Bandstrahler. Aber wenn du jetzt halt mitten im Turnier die Rüstung wechselst, da muss er erstmal gucken, was da so vor sich geht. Nun, natürlich. Sagt, habt ihr irgendetwas über unseren schwarz gekleideten Freund herausfinden können? Also, zuallererst, blickt sich ein bisschen um. Vergewissert sich, dass ihr alleine seid, was dann natürlich der Fall ist, habt euch da so ein bisschen zurückgezogen und dann das Zelt, was dann dem Anreitenden von links gegeben wird. Zuallererst, der Turniermarschall Rondasil Löwenbrand von Aribor steht nicht unter einem Beeinflussungszauber, der stand auch niemals unter einem. Die Identität des Ritters ist wohl bekannt, zumindest ihm, allerdings schweigt er sich darüber aus. Er hat auch deswegen keine weiteren. Er hat keinen Rückzug gemacht. Er hat ihn nicht weiter streichen lassen. Es handelt sich also dabei wohl wahrscheinlich nicht um einen Paktierer. Auch wenn dieser sich unter dem Turnierfrieden daran halten würde, ich glaube trotzdem, dass er einen Paktierer aus dem Turnier subventionieren lassen würde. Und ihr habt. Hat er vielleicht eine Idee, wie man herausbekommen kann, wer da drunter ist? Nun. Ich habe keine Idee, wie wir die Identität dieses schwarzen Ritters herausfinden können. Primo. Secundo. Könnte sich natürlich jemand, der am Rande der Legalität aufhält, sich des Abends in ein Zelt einschleichen. Aber auch das könnte, so er denn Tertio entdeckt werden würde, unter den Turnierfrieden fallen. Und falls er dabei entdeckt werden würde, könnte man davon von diesem Turnier verbannt werden. Ich rate also nicht dazu. Ich habe mich sowieso lang genug am Rande der Legalität aufgehalten. Wenn wir seine Identität herausfinden, dann indem er seinen Helm abnimmt oder gar nicht. Nun. Das mir wurde zumindest zugetragen von seinen Knappen. Sie sind bekannt. Es sind Dabert und Mishkren. Zumindest sind die Namen bekannt, aber wer wirklich hinter diesen Namen steckt, auch das wahrscheinlich einfache Söldner. Wahrscheinlich aus den schwarzen Schmieden von Yol Gormak. Sie sagten, der Besuch am Zelt ist unerwünscht. Und das sei zu respektieren. Wir wissen noch nicht, was sich dort im Zelt abspielt. Mittlerweile festgespannt. Nun gut. Werde ich einfach so lange gegen ihn halten, bis einer von uns keine Lust mehr hat. Gut, dann habe ich keinen weiteren Punkt mehr. Sag gut, guter Herr Störrebrand, habt ihr etwas herausfinden können über diese Rüstung? Endurium. Versiegelt mit einem Schleier der Unwissenheit. So wirkt doch Magie also auf eine Rüstung. Natürlich, das wurde ja die ganze Zeit vermutet. Aber zählt das nicht auch schon als Zauber? Schließlich ist die Rüstung ja magisch beeinflusst. Völlig egal, was er macht. Nein. Das ist eine Vermutung, die wir haben. Wir können nicht einmal den Schleier sehen. Dann würde ich meinen, hier ist Gefahrenverzug. Normalerweise leuchtet Endurium als magisches Metall. Aber sie leuchtet nicht. Trotzdem wissen das unsere Metallurgen. Wir haben immerhin Thorn Eisinger hier im Turnier.
Und er sagte und versicherte uns, das ist Endurium. 100%. Sie muss leuchten, tut es aber nicht. Wir sehen nicht einmal den Schleier. Und warum gilt dann die Vermutung, dass er so lange unschuldig ist, bis seine Schuld bewiesen ist? Seit wann ist es denn so? Das gibt's doch gar nicht. Unschuld beweist gar nichts. Seitdem Rondrasir Löwenbrand der Turniermarschall ist. Und der steht dann über den Gesetzen Praios. Okay, ich verstehe. Er macht die Gesetze von Rondra. Das hat mit Praios nichts zu tun. Dann werden wir wohl immer grinst dabei. Das ein oder andere Wörtchen mit seiner Exzellenz wechseln müssen. Möglicherweise, wenn vielleicht in einem der Kämpfe ein Stückchen der Rüstung absplittern könnte, könnte man dort das Wirken von Magie nachweisen. Ihr meint, falls zufällig jemand, ich weiß nicht, eine Schnalle herausbricht oder so? Ganz genau. Ich glaube nicht, dass man es in Endurium-Rüstung ein Stück herausbrechen könnte. Nun, die Rüstung besteht ja nicht aus einem soliden Guss. Es ist durchaus möglich, dass von den Verbindungsteilen, die vermutlich auch nur aus Leder oder Bast bestehen, wir ein solches abreißen könnten mit einem gezielten Treffer. Erneut tritt der Marschall wieder in das Zelt hinein. Verzeiht mir, Magister, ist der sauber? Ja, ist er. Dann muss ich euch bitten, dass ihr wieder anreitet. Der Ritter wartet. Gut, ich gebe den nächsten Haltrank. 2W6 plus 4. Gar nicht mal so gut, sind nur 10. Und jetzt voll gerüstet. Ich hier dann noch, sodass auch alles richtig sitzt, meine weiße Robe über die Plattenrüstung, damit man es nicht gar so sieht. Dann geht's los. Ein weiterer Anritt. Warten wir erstmal an. Du hast ihn übrigens gerade noch nicht einmal richtig getroffen, ne? Also einmal konnte er Ich habe ihn gerade. Ja, getroffen schon, aber er konnte eben alles abgleiten lassen. Nein, er hat 10 abgleiten lassen von 28, Minion. Ja, 10. 10 von 28, Minion. Das interessiert ihn doch bei Endurium. Ich habe eine Lanze zerbrochen nach deinen Regeln. Das interessiert Endurium noch nicht. Nein, aber. Okay, erstmal, ich schaffe es anzuraten mit meiner 6er Schönes. Ja, auch. Dann. Gut, kann ich auf irgendwas zielen, was ich ihm abreißen kann? Ich weiß nicht, ein Schulterteil oder ein Beinschnalle oder so. Das wären da die Erschwernisse. Eine 7, würde ich sagen. Für, naja, Unzerstörbarkeit ist immer ein Bruchfaktor von 7. Ich glaube, das würde ich so ansetzen. Mit einer plus 7 könntest du ihm irgendwas abreißen oder versuchen abzureißen. Damit machst du nicht mehr Schaden. Wir wollen ja beweisen, dass der Typ hier mit Magie hantiert. Darf ich in Verfolgung dessen meine Erschwernisse ignorieren oder ist die immer noch da? Die ist immer noch da. Okay. Dann wäre so eine 7 plus eine 6, sind wir wieder bei einer 13. Gut. Wir machen aus meiner 13, machen wir eine 15. Und das schaffe ich nicht. Irgendwas ist mal an. Ne, ich gebe keinen Schicksalspunkt aus. Ich schaffe es leider auch nicht. Gut, dann wird vorbeigeritten. Weiter geht's. Und die nächste Reitenprobe. Haben wir was geschafft? Greifen wir direkt an. Reiten. Mal wieder dasselbe. Genau, wieder eine Lanze plus 15. Ich schaff's wieder nicht. Ich hab's geschafft. Plus minus 0. Du hast geschafft? Ja. Bin das bei einer 26. 26 plus 15. 11. Du hast es nicht geschafft? Dann kriegst du jetzt Schaden von mir. 1, 2, 3 Stück. 14 plus 4 sind 18. Plus die 15. 33. Mhm. 33 habe ich letztes Mal runtergeholt. Darf ich 8 und abziehen? Was bleibt da noch? 33 minus 8 sind 25. Noch 25. Das wird mich um Wert holen. Ich meine, Doppel-1 ist immer drin. Aber nicht heute. Ja, Rondra schenkt dir einen Punkt, aber der eine Punkt hilft trotzdem nicht. Und du fällst wenn, Rondra, wenn Rondra ihm einen Punkt abzieht, dann hat er es nicht geschafft. Nein, okay. Gib's mir eine Zone. Eine Zone? Oder ist wieder der Schildarm? Wenn du möchtest, kann ich dir auch wieder den Schildarm kaputt machen. Nehmen wir den Schildarm, gut. Also, was hast du mir gegeben? 28. Ziehen wir erstmal 12 von ab. 33 habe ich dir gegeben. Ja, aber ich habe ja 8 ableiten lassen. Genau. Also haben wir noch 25, richtig. Ziehen wir 12 von ab. Was bleibt da noch? Von der Rüstung? Ja. 25 minus 12 sind 13. 13 SPA. Davon die Hälfte sind 8.
Dann falle ich vom Pferd für 2W6 plus. Na, weg damit. Für 2W6 plus 4. 10 sind ja 5. Nochmal 5. Bist du bei 15 Lebenspunkten. Richtig. Und kannst weiterreiten. Ich zuck mir den Schultern zu den anderen, schmeiß den nächsten Heiltrank an, gleich kriege ich ihn. Warte jetzt nur ab. Was denn für ein Heiltrank? Du sitzt auf dem Pferd. Also. Ich gehe wieder zu den anderen rüber. Du gehst ich wieder. Ich muss mir aber eine neue Lanze holen. Du musst dir. Dir wird eine neue Lanze gereicht. Du hast jetzt keinen Grund, dass du nochmal wieder rüber zum Zelt rennst. Ich bin vom Pferd gefallen. Ja, dann steigst du wieder auf und holst dir eine neue Lanze. Es ist doch, dass man sich zwischen den Lanzengängen seine Wunde behandeln lassen darf. Hast du denn eine Wunde? Ich bin offensichtlich verletzt worden. Na gut. Für immerhin 15 HP. Gut. Fast 13. Zumindest ist das sehr unwürdig, ne? Also, wenn du irgendwie die ganze Bagourage dann später einladen willst und du bist derjenige, der die ganze Zeit zum Zelt gelaufen ist, ist okay. Also, was gut, dann nehme ich mir zum Gürtel mit 5 Heiltränken von Isarun und setz mich aufs Pferd. Okay, wenn du ihn fällst, auf den Gürtel. Hat Isarun denn noch 5 Heiltränke, die du mitnehmen kannst und wie auch immer? Ich habe jetzt noch 2. Gut, dann gibt dir die beiden meinen Knappen, ich trinke einen und weiter geht's. So. Ich mache das so lange, bis wir ein Stück von seiner Rüstung haben. Vorher höre ich nicht auf. Gut. Ich kann das vielleicht nicht gewinnen, aber ich kann hier zumindest... Mittlerweile sind zumindest alle irgendwie da. Der schwarze Ritter reitet gegen den Drachentöter und dadurch, dass du immer und immer wieder aufstehst, dadurch, dass du deine Rüstung nochmal nachbesserst, dass du nicht aufgeben willst, die Leute wissen ja auch, dass du schon im Bauch eine Verletzung hast und mittlerweile sind aus den 3000 Leuten auf der Tribüne viele, viele mehr geworden, die sich das jetzt alle beschauen. Eine weitere Reitenprobe. Ich warte auf die 1 und auf deine 20. Ich warte auf meine 1 auf deine 20. So, Angriff, komm ungefähr. Ich mache aus meiner 15 eine 17. Jetzt willst du es echt wissen, oder? Dann würfel ich auf die 9. Nicht geschafft. Ich schaff's aber. Gut. So, 3W6 plus 4. Gucken wir uns an. 16 zum Abreißen der Rüstung. 16. Dann würfel ich erstmal eine Reitenprobe. Richtig? Mhm. Da sind 16, dann kannst du zwei Stück, nee, gar nicht. 16 von 16. Alles abgefangen. Weil ich zieh ja nicht auf seine Schild. Ja, yeah, siehst du, jetzt sind wir dabei. Ich möchte ja ihm keinen Schaden machen. Ja, aber er kann es auch abgleiten lassen. Ja. An dem Schild. Okay, ja. Gut. Also die Regeln gelten ja auch für. Krieg die 7 nicht noch irgendwie als Schadensersparnis drauf. Das ist natürlich hart dann. Achso, doch. Ja, nee, eigentlich nicht. Wenn du mir die 7 als Ding... Es ist ja eigentlich sowas wie ein gezielter Stich. Und den machst du jetzt nicht, um Schaden zu erhöhen, sondern... Der gezielte Stich kommt ja immer durch. Dann kannst du ja jedes Mal eine plus 7 oder jedes Mal eine plus 13 ansagen. Nee, das ist keine Schadenserhöhung. Dann machen wir das so lange, bis ich einen Punkt Schaden mache. Ich hoffe, der reicht dann. Dann würde das reichen, ja. Aber jetzt machst du 16 Schaden. Okay, dann habe ich jetzt auch Pech gehabt. Weiter. So, Ritter. Reitenprobe. Wieder um Anreiten. Ich muss gerade nochmal wechseln. Nächste Runde. So, er hat die Reitenprobe geschafft. Natürlich, das ist nicht so das Problem. Bei dir ist ja auch wieder die strahlende Sonne das Problem. Und jetzt kommt die Lanzenreitenprobe. Er hat die plus 17 eben nicht geschafft. Er versucht es wieder mit einer 17. Okay. Schafft er nicht, aber ich schaffe dafür wieder. Du schaffst es wieder? Ja. Ja, jetzt aber bei 19. Gut. Sind 19? Mhm. Die kann er auch gar nicht abfangen. Dann machst du 3 Punkte Schaden. Ich glaube, ich muss den Schaden jetzt auch nicht abfangen, aber zumindest kannst du ein Stück Endurium absplittern lassen. Oder irgendwas, was von seinem Schild abgleitet, abkratzt. Die Lanze bricht natürlich wieder, du musst dir eine neue Lanze anreichen lassen. Ich geb direkt zu nach hinten schon mal einen Handsignal raus. In Richtung von Rüstungsteil. Was denn? Hast du das jetzt aufgehoben, weil du da auf dem Turnierplatz rumlaufst und krabbelst? Nein, wie gesagt, ich gebe ein Handsignal raus, dass da eins liegt. Dass die hier laufen oder so. Du hast eine Lanze in der Hand. Ja, in der. Stimmt. Okay, du hast recht. Nächste Reitenprobe. Wenn ich dich jetzt umbringe, dann kannst du gar nichts mehr erzählen. Warte, was? Was? Meine Lanze ist doch zerbrochen. Ich muss doch eine neue holen. Die wird jetzt eine neue Lanze von deinen Knappen gereicht, genau. Und da kann ich ja sagen, sag dir Magistra, da liegt das Teil. Okay, da liegt das Teil. Ich sag dir das. Gut. Ja, und neue Lanze wird gereicht. Ich warte an. Gut, dann trefft ihr wieder aufeinander. So, jetzt machen wir wieder ganz normal die 7. Komm, bleiben wir bei der 7 zur
Erhöhung des Schadens. Ich sag wieder eine plus 17. Diesmal schaffe ich's. Ja, auf die Deut! Da ich schaffe es bei der 17. Ja, machen wir weiter schon. 3W6. 12 plus 11 sind 23. Du machst 23. Mhm. Gut, ich mache 12 plus 4 plus 17 sind nur 33. Gehen ja sogar. Lassen wir erstmal abgleiten. Meine Reitenprobe. Ich kann alles abfangen. Oh, 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 oh. Zwei Punkte. Okay. Ich krieg 31 rein. 31 SPA. Guck mal, okay. 31, da kommt die Rüstung von ab. Komm schon, jetzt. Krieg ich 19 SPA. Und die Hälfte sind 10. Ich fall vom Pferd. Ich würfel natürlich trotzdem, weil Doppelhands geht immer. Ich fall vom Pferd. 2W6 plus 4 SPA. Das sind 11. Die Hälfte sind 6. Oh, ich bin verwundet. Und vom Pferd gefallen. Ja. Liege ich zufällig in der Nähe des Centurion-Splitters? Oh, ich muss gerade überlegen. Den hattest du beim... Ich habe keine Lust mehr, ich will hier raus. Du hattest den wo abgerissen? Ich glaube, du hattest den auf der anderen Seite abgerissen. Stimmt, der liegt ja wahrscheinlich auf seiner Seite. Der liegt auf der anderen Seite. Naja, also während die ihre neuen Lanzen angereicht bekommen, habe ich ja vielleicht die Zeit, den da aufzuklauben. Ich muss ja jetzt erstmal mein Pferd holen und damit zurück und dann eine neue Lanze holen. Würfel mal eine Sinnschärfe. Die anderen dürfen alle eine Sinnschärfe würfeln. Ihr wisst ja zumindest, was Jalan vorhatte, aber jetzt müsste ich ja schaffen, eine plus 10. Ja, bei mir nicht. Nicht mit einer plus 10. Ein Stückchen Endurium im Sand zu finden, das ist natürlich schwer. Ömer auch nicht. Auch wenn es schwarz glänzt. Hast du nicht Glück, Ömer? Klar habe ich Glück, aber es hört sich doch nicht für dich an. Was ist das für mich? Du willst den Typen aus dem Turnier würfeln. Will ich doch gar nicht, der schwarze Ritter, ich bin der Fanboy von dem. Ich sag auch mal den Pagen, dass die danach die Augen offen halten sollen. Okay, die Pagen. Die Kinder. Doppel-1 ist Doppel immer drin. Doppel-1 ist immer. Komm, machen wir nochmal den anderen Doppel-1. Nein. Eine 1 ist so. Es sind sogar vier. Es sind sogar eine ganze Menge Einsen dabei, aber... Nee. Ich habe auch Meisterhandwerk, ich hätte es rausholen können, aber das geht auch ohne. Wir schaffen das ohne das Endurumstück. Ja, während ihr dann auf der anderen Seite im Sand kurz herumklettert und dann ein paar Holzstückchen von der zerbrochenen Lanze aufhebt, die sind natürlich nicht euer Ziel, aber ihr wollt das natürlich so ein bisschen versuchen zu verbergen, damit der Ritter das nicht mitbekommt, was ihr vorhabt. Zumindest ist es sehr auffällig, dass jetzt 1, 2, 3, 4 Helden und zwei Kinder im Sand die Splitter von der Lanze aufheben. Die hohen Herren Magier wühlen im Dreck, oh süß. Ich geb den letzten Heiltrank. Junge, die Dinger halten mich hier echt am Leben. Ich hab Arterie natürlich. Ja, lass gut sein. Du kriegst auch die volle Erschwernis reingedrückt. So, Reitenprobe. Schwarzer Ritter. Schafft er. Die 17 gefiel mir eben. Ich mach nochmal die 17. Nee, warte, ich mach auf die 10. Hat er überhaupt letzte Runde seine Reitenprobe gewürfelt? Eine Reitenprobe habe ich gemacht und da habe ich, ich glaube, 3 oder sowas blieben übrig. Nee, ich mein danach. Letzte Runde hatte ich ja zum Schaden gemacht. Ja, da habe ich abgefangen. Ich muss gerade mal schauen. 24 Sternchen über, 18 TP Stern. Du kannst keine 24 Sternchen. Achso, 18 ja, TP 18. Stern. Dann hat er 5. Dann musst du trotzdem die Reitenprobe machen. Platz alles drin. Okay, ich mach nochmal nachträglich eine Reitenprobe. Oh, das ist gar nicht so gut. Schwert um 5, ist die noch geschafft? Die ist noch geschafft. Der W von 18. Okay, ja, gut. So. So, dann wird jetzt angegriffen. Ich sage jetzt eine 16 an, dann treffe ich auf die 10. Ich nehme wieder die 7. Ich hab's geschafft. Okay, gib her. Okay, 20 ja. Plus ja. 16 sind 36. Gucken wir uns das an. Fange ich 9 von ab. TP fängst du ab, oder? Also der. Sag ich ja, fange ich 9 von ab. Fertigkeitspunkte, ja. TP Stern. Ja, so, ja. Sind noch 27, die ich kriege. Da kommt die Rüstung von ab. Sind noch 15 SPA. Meine Hälfte sind 8. Was hast du gesagt? 36 minus. Minus 9. Und dann minus 12. 20. Minus deine Rüstung, wie viel Rüstung hast du? 12. 12? Bin ja jetzt geplattet. Sind 15 halbe, sind 8, ja. Plättet auch, ich falle vom Pferd. 2W6.
Das ist zumindest das Gespräch, was ihr haben wolltet. Ihr macht euch jetzt auf alle Fälle ziemlich bekannt, vor allem, weil du auch nicht klein beigibst, ne? Das ist jetzt auch so das Ding, dass du wieder aufstehst, dass du Splitter aus deiner Rüstung rausglaubst, sie rausfusselst, dir eine neue Lanze geben lässt. Mittlerweile kannst du auch sehen, dass Danos von Luring auf den Platz getreten ist und auch die Bandstrahlerin. Danos von Luring hatte dir mittlerweile so ein paar Turnierlanzen von ihm gegeben, aber auch die sind mittlerweile alle abgebrochen. Mehr. Und mittlerweile hat dir die Bannstrahlerin, die ja eigentlich dir nicht helfen wollte, aber Griffburger von Auralet hat jetzt auch ihre Turnierlanzen anreichen lassen, weil die von Danos von Luring alle sind. Nächste Reitenprobe. Ich probiere weiterhin die Menge anzuheizen. Ich würde sagen, jetzt werden diese zurückgehen und Pferd wieder einsammeln, dürfen die anderen nochmal nach dem Splitter suchen. Genau, erzählt mir sonst mal, was wollt ihr, also nach dem Splitter suchen. Da müssten wir aber immer auf der Seite des Dings, rumrennen. Das ist schon ziemlich auffällig, oder? Ja, dieses Mal war es auf Jarlands Seite. Ich glaube, ich habe die noch nicht rübergezogen. Ihr kriegt nochmal eine Sinnschärfe plus 10. Ansonsten könnt ihr natürlich noch alternative Dinge tun. Also wenn euch noch irgendwas einfällt, was ihr machen möchtet. Ah, immer schafft's. Immer schafft's? Tatsächlich, ich schaff's. Ich dachte gerade, die 17 killt mich, aber es passt noch. Ja, ich easy. Auch. Jungs, ich bin stolz auf euch. Ja, Ömer und Rafim laufen da zusammen rum und Ömer zeigt nach vorne und Rafim hat schon längst den Blick darauf gerichtet wohl. Ja, du merkst, wie Rafim mit seiner Hand so einen großen Haufen Sand nach oben wirft. Ah, wo ist denn das Stück? Und dann hebt er sein Stück Holz hoch und möchte die Aufmerksamkeit von dir weglenken. Ah, nicht, dass die Pferde da noch drauf treten. Ja. Okay, den juckt das vielleicht nicht. Und das war auffällig und Ömer akzeptiert das, denn anders geht's nicht hier in der Öffentlichkeit, laut Ömers Ansicht. Okay. Also ich könnte maximal Überreden anbieten auf 17 Erschwert. Also hat Rafim jetzt den Splitter aufgesammelt? Kannst versuchen. Rafim hat den Splitter. Ja, okay. Doppel-1 ist immer drin. Ja, knapp. Ich hab's, ja, reiß es doch mal hoch, alle sehen's. dann werdet ihr von irgendwelchen Marschällen vertrieben, dass ihr dann die Bahn freimachen müsst. Der Ritter möchte wieder mich anreiten. Währenddessen sage ich voller Stolz zu Griffburger von Auralet und Danos von Luring. Seht ihr, wir Tobrier geben niemals auf. Ja, das sehe ich schon, aber er blutet stark, euer Fähnrich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele Geschichten gehört, aber er wird ihnen wirklich wahr. Jetzt sind auch mal zum letzten Gebet an. Denn die Haltränge sind alle und das wird mein letzter Ritt. Wir haben noch welche. Praios, Richter der Sonne, Seher aller Schuld, ergib mir. Ich streite in deinem Namen. Höher! Gut. Und dann geht's los. Die Reitenprobe ist echt ein bisschen lächerlich. Lanzenreiten plus 16, ich treffe auf die 10. Weißt du was, ich gehe eine 10er ansage, ich rate dann auch die plus 16 und treffe auf die, ich weiß nicht, 7 oder so. Scheiße. Nö. Ich hab's nicht geschafft, du hast es nicht geschafft. Wollen wir nochmal vorbeireiten? Ja, wir wollen nochmal. Ich mache so lange, bis ich tot im Sand liege. Oder zumindest. Neue Reitenprobe, neue plus 16er Ansage für meinen Lanzengang. Praios Bult. Praios Bult! Nee. Du hast es nicht geschafft? Ich hab's geschafft. Nein, ja, dann gib her. Plus 4 bin ich bei einer 14, plus 16 bin ich bei einer 30. Lassen wir mal abgleiten. Da kommen erst 4 von ab, bleiben also 6 übrig, bleiben noch 24. Von 24 kommen dann 12 ab, krieg 12 SPA, habe ich 6 SPA. Genau, bis noch also bei 6 Lebenspunkten. 6 und du fällst wieder in den Sand. Jetzt falle ich in den Sand. Ja. 2W6. 10. Das sind 14, die Hälfte davon ist 7, dann bin ich bei minus einem Lebenspunkt. Ja, ich hab's geschafft! Oh, du bist tot. Ich bin nicht tot, ich bin erst bei minus. Ach, was wäre noch du bist ja. Sterbend. Richtig, wichtiger gut. Unterschied, mein lieber Herr Frostgenerl. Ja, die Lanzen knallen ein weiteres Mal, es gibt weitere Splittern und dann wird Jarland wieder einmal von Ingrim Schmiedehammer getroffen. Die Luft wird dir wieder brutal aus den Lungen getrieben, irgendwas dringt in dich ein. Der schwarze Ritter, ohne dass er ein einziges Mal verwundet worden ist,
Ich habe jetzt zweimal erwischt. Ja, aber er hat es abgeleiten lassen. Steigt dann vom Pferd, es wird nicht weidensch gekämpft, und führt sein schwitzendes Pferd an den Zügeln davon, ohne ein einziges Wort zu sprechen, ohne sich zu verbeugen vor der gesamten Entourage. Du kannst wohl sehen, oder die anderen können sehen, während Jalan gerade bewusstlos am Boden liegt, wieder einmal dein zweiter Tjost-Gang zweimal verloren, damit bist du aus dem Turnier raus. Hast, wie gesagt, die Bewusstlosigkeit, deine Bewusstlosigkeit hat dich wieder in Borons Reich geschickt. Aber ihr habt die Aufmerksamkeit von Rohaya, von Ema, vom Hofstaat. Und wir haben ein Stück seiner Rüstung. Er wird wahrscheinlich jetzt gerade vom Feld getragen. Oder? Mal von den Sanitätern wieder? Genau. Wieder einmal wird er ins Haus der Heilung gebracht. Ungefähr 10 Minuten später könnt ihr euch dort dann wieder mit ihm vereinen.